Wann hast du das letzte Mal Ruhe empfunden? So eine echte, richtige und wohltuende Ruhe. Heute möchte ich dir etwas sagen, das einem gar nicht so bewusst ist, wenn man es nicht bewusst wahrnimmt. Ruhe ist mehr als ein Gefühl. Lass das mal sacken. Ruhe ist mehr als ein Gefühl. Beziehungsweise Ruhe ist gar kein Gefühl. Denn klar, du kannst sagen, ich fühle mich unruhig oder auch ich bin ruhig, doch Ruhe ist weitaus mehr als das. Ruhe ist etwas, das du entweder wahrnimmst oder eben nicht. Und vielleicht konntest du dich gerade an keinen einzigen Tag in letzter Zeit erinnern, an dem du diese Ruhe erlebt hättest. Deswegen möchte ich dir heute etwas sagen, das dich ja in deiner heutigen Situation, während du dich vielleicht völlig aus der Ruhe gerissen fühlst, überraschen wird. Ruhe ist möglich. Ruhe ist heute möglich, denn die Ruhe ist schon da. Willst du diese Ruhe erleben? Dann lass es mich gerne wissen, indem du jetzt in die Kommentare tippst: Ich brauche diese Ruhe. Ich werde dich heute gerne dorthin mitnehmen, denn noch einmal, die Ruhe ist schon da. Begriffen habe ich das, als ich mich in einer tatsächlich sehr gefährlichen Situation befand. Als ich in Australien studierte, war ich überwältigt von den starken Wellen an dem für Surfer so bekannten Bondi Beach. Ich als Nicht-Surferin wollte dennoch in dieses Wasser. Und glaub mir, es ging keine 2 Minuten und schon hatte mich eine der Wellen gepackt und mit sich gerissen. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten war, und gefühlt ging es etliche Minuten, bis ich endlich mit zitternden Knien und nach Luft japsend wieder Boden unter den Füßen verspüren konnte. Was für ein Schock, ich wollte nur noch da weg. Als ich Jahre später für ein Charity-Projekt nach Brasilien eingeladen wurde, begegneten mir ähnliche Wellen. Nein, wenn ich ehrlich bin, waren diese noch höher und noch intensiver. Es muss doch einen Weg geben, dennoch ins Wasser springen zu können, dachte ich mir. Ja, du musst eigentlich nur tief genug untertauchen, Deborah. Und tatsächlich, als ich meinen ganzen Mut und meine ganze Kraft zusammennahm und weit unter die Welle tauchte, erlebte ich etwas, das ich nie wieder vergessen werde. Unter dieser so großen und mächtigen Welle konnte ich einen absoluten Frieden, eine absolute Ruhe und eine solche Schönheit erleben, wie ich sie bisher noch nie erlebt hatte. Ein richtiges Ausruhen unter all dem Trubel, der da über mir stattfand. Das kann es doch gar nicht geben, dachte ich und fing schon wieder leicht an zu zweifeln. Kennst du auch, oder? Und im Moment, in dem ich diese Zweifel nur gedacht habe, reagierte mein Körper automatisch und ohne, dass ich ihm den Befehl gegeben hätte, verließ mein Körper diese Sicherheit der Tiefe des Wassers, bewegte sich wieder nach oben und ich geriet sofort wieder in den gefährlichen Strudel einer Welle, die mich ohne zu zögern einfach mitriss. Dieses Bild der Gefahr meiner eigenen Zweifel hat sich für immer in meinem Herzen eingebrannt und auch ich muss mich immer wieder bewusst daran erinnern, komplett unter dieser großen Welle abzutauchen, um die wahre Ruhe zu finden. Bist du denn schon einmal tief unter eine Welle abgetaucht? Hast du diese Ruhe dort auch schon erlebt? Noch einmal, erlebst du denn gerade Ruhe? Beziehungsweise kennst du diese Ruhe, die jetzt in diesem Moment da ist? Ja, so wie du unter den tosenden Wellen des Meeres Ruhe findest, wenn du nur tief darunter abtauchst, so kannst du auch heute wirklich in jeder deiner dich so beunruhigenden Situation eine Ruhe finden, in der du sogar erwartet wirst. Wie das ganz praktisch aussieht? Ich mache das so. Immer, wenn mich eine Nachricht ereilt, die mich verunsichert, eine Rechnung, von der ich nicht weiß, wie ich sie bezahlen soll, eine schlechte Diagnose oder was auch immer es sein mag, das einem Angst machen möchte, dann tauche ich ab
unter diese unruhige Welle und erinnere mich an die Ruhe, die bei Jesus zu finden ist, die er mir und dir zuspricht. Ja, Jesus sagt in Johannes 14, 27, ich gebe dir meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Das ist das Angebot einer Ruhe, auf die du immer zurückgreifen kannst. Hier steht nicht, dieses Angebot meines Friedens endet nach Sonnenuntergang oder gar nach deinem 10. Versagen. Nein, dieses Angebot gilt immer und auch jedem, der bewusst abtaucht in diese Ruhe. Versuchen die Sorgen, dir die Freude zu nehmen? Dann erinnere dich, Jesus will dir heute seinen Frieden geben. Ja, du kannst dich im größten Chaos befinden und genau hier eine unfassbare Ruhe finden. Du glaubst mir noch nicht ganz? Na dann schau mal, was im Psalm 33,4 steht. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Oder in Matthäus 24,35. Jesus spricht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was sind seine Worte? Ich gebe dir meinen Frieden. Wenn er dir das heute also garantiert, kannst du ihm dann heute, jetzt, laut antworten, ja, Jesus, ich glaube dir? Und tippe auch diesen Satz gerne in die Kommentare. Ja, Jesus, ich glaube dir. Dann kann ich mich mit dir mitfreuen. Was du dafür tun musst, um seinen Frieden, seine Ruhe zu erleben? Immer wieder bewusst abtauchen. Das mag für jeden anders aussehen. Für mich sieht es so aus, dass ich mir immer wieder direkt in dem Moment des Angriffes, wenn mich zum Beispiel eine schlechte Nachricht ereilt, bewusst mache, du, Deborah, musst dich davon jetzt gar nicht beunruhigen lassen. Tauche ab und gib's ab. Tauche ab und gib's ab. Und ich tauche dann ab in ein Gebet zum Beispiel. Ich schlage die Bibel auf und bitte Gott, dadurch zu mir zu sprechen, mich zu ermutigen und all das, während diese schlechte Nachricht genauso präsent vor meiner Nase liegt. Dir ist schon bewusst, dass dein noch so reales Problem gegen deinen sowas von realen Gott keine Chance hat, oder? Außer du lässt Zweifel zu. Und du weißt ja, wie schnell es dann geht und wie schnell die Welle dich dann wieder im Griff hat. In Jakobus 1,6 werden wir erinnert, zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Und das kennst du vielleicht selbst. Mal hast du diese Ruhe und freust dich darüber, doch plötzlich spürst du Gott gar nicht mehr und schwupps, wirst du emotional hin und her gerissen. Es sind diese leisen Zweifel, diese Zweifel, denen wir heute den Kampf ansagen wollen, weil wir die Ruhe, die heute schon da ist, erleben wollen. Ruhe ist mehr als ein Gefühl. Ruhe ist die Entscheidung, tiefer zu gehen, tiefer in seinem Vertrauen zu Gott. Möchtest du dich heute entscheiden, tiefer zu gehen und das Angebot der Ruhe anzunehmen, um persönlich zu erleben, dass Jesus dir heute Ruhe schenken möchte, während er zu dir sagt, ich gebe dir meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann? Was sind denn deine heutigen Sorgen? Sie fallen dir sicher direkt ein. Dann möchte ich dir sagen, tauch ab und gib's ab. Und heute, hier und jetzt, können wir das gerne gleich gemeinsam tun. Ja, gerne bete ich jeweils einen Satz vor und gebe dir Zeit, diesen Satz dort, wo du bist, ob laut oder leise, aber bewusst nachzubeten. Jesus, danke für dein Angebot der Ruhe und des Friedens. Ja, Ruhe ist mehr als ein Gefühl, denn du bist die Ruhe. Diese Ruhe möchte ich heute bewusst wahrnehmen und annehmen.
so tauche ich ab und gebe es ab. Alles, was mich bedrückt, das lege ich jetzt in deine Hände. Und ich glaube, dass du mit einer Hand eine Lösung findest, während die andere Hand sich schützend um mich legt. Lass mich erleben, wie deine Ruhe meine Unruhe besiegt. Ich glaube, dass du, realer Gott, mir meine realen Probleme abnehmen wirst. Lass mich heute mein Wunder erleben, während ich dir jetzt alles abgebe. Amen. Amen. Das ist das erste von 4 Videos, die ich unter dem Titel Ein Wunder für jede Nacht, bleib in seiner Ruhe, für dich vorbereitet habe, um dich gerade in dieser Zeit zu ermutigen. Sei auch morgen dabei, denn ich möchte noch tiefer gehen. Mach auch gerne deine Freunde darauf aufmerksam, von denen du weißt, dass auch sie gerade durch eine Zeit der Unruhe gehen und deswegen einen Schub an Ermutigung gut gebrauchen könnten. Ich freue mich auch, wenn du mir durch ein Like zeigst, dass dich dieses Video ermutigt hat. Gerne möchte ich dich zum Abschluss, bevor wir uns morgen mit Video Nummer 2 wiedersehen, in Paulus Worten segnen. Er selbst, der Herr des Friedens, gebe dir immer und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit dir. Und in diesen Frieden tauche heute ab und gib's ab. Danke für dich.